Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne. Ich habe mich seit ungefähr 12 Minuten nicht mehr gemeldet. Plus, minus 2, 3 Jahre. Und nun steigen wir in ein neues Projekt ein, das überhaupt nichts mit Final Fantasy X oder IX zu tun hat. Was nicht heißt, dass ich sie niemals beenden werde. Was wahrscheinlich trotzdem der Fall sein wird. Aber das soll nun nicht reden. Nun spielen wir, wie ihr hier seht, Demon's Souls. Genau, Demon's Souls soll das Spiel sein. Wir drücken das Touchpad auf dem PlayStation 3 Controller, das ich extra dafür raufgeklebt habe. So, kurze Erläuterung: Demon's Souls ist ein hervorragendes Spiel, das nichts mit Dark Souls 2 zu tun hat. Allerdings, da es der erste Teil in der Souls-Reihe war, die vor allem für ihre fantastischen Berserker ist, wussten die Japaner noch nicht, wie man Dinge auf Englisch schreibt. Deswegen sieht das hier jetzt so aus wie Dark Souls 2 Skull of the First Sin. So, das soll alles erstmal zur Erklärung sein. Das Video wird ungefähr 15 Minuten gehen, wahrscheinlich ein bisschen weniger. Und ich probiere im Grunde die PS4 Sharing Option aus. Jetzt halte ich mein Maul. Viel Spaß. Souls may mend your ailing mind. You will lose everything once branded. The symbol of the curse. An augur of darkness. Your past, your future, your very light. None will have meaning, and you won't even care. By then, you'll be something other than human. A thing that feeds on souls, a hollow. Long ago, in a walled-off land far to the north, a great king built a great kingdom. I believe they called it Dranglake. Perhaps you're familiar. No, how could you be? But one day, you will stand before its decrepit gate without really knowing why. Drawn to a flame. Your wings will burn in anguish. Time after time. For
is your fate. The fate of the cursed. Nun. Guts hat das Boot verlassen. Es hat nur 8 Jahre gedauert. Ungefähr so lang war die Zeitspanne, in der ich kein Video hochgeladen habe. Und das soll auch den Kurs unserer Reise ein wenig beleuchten. Denn wir machen hier ein Guts-Cosplay-Walkthrough. Für all die, ich stehe in einem Geist, in 2 Geistern, okay? Für all 3. Nun. Für all die, die Guts nicht kennen, er ist der Protagonist des Mangas Berserk, der 1989, übrigens auch mein Geburtsjahr, im Grunde das Licht der Welt erblickte. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Prototyp 89 rauskam oder der Manga selbst. Auf jeden Fall ist er ungefähr so alt und ist meiner Ansicht nach der beste Manga, der jemals gezeichnet wurde. Der Hauptgrund dafür ist, ich bin kein großer Manga-Freund und habe Berserk trotzdem bislang komplett durchgelesen. Es ist noch nicht abgeschlossen und das wird es auch niemals sein. Denn Kentaro Miura wird vorher sterben, selbst wenn er 100 Jahre alt werden würde. So, okay. Wie gesagt, der Kurs ist gesetzt, das Boot ist verlassen und dieser gammlige Höhlenheini hier wird bald zum Black Swordsman zu Guts werden. So, wie ihr wahrscheinlich schon lesen konntet, ist das hier nicht Demon's Souls, sondern Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Somit sind auch diverse Veränderungen hier aus eben dieser Version integriert. Aber wir werden einfach hier mal durch dieses fabelhafte Gebiet laufen, namens Things Betwixt oder Dazwischen. Diese Viecher hier nennen sich Kobolde und sind völlig neutral. Sie sind im Grunde nur hier, um neue Spieler, um neuen Spielern das Fürchten zu lehren. Allerdings machen sie nichts. Sie laufen vor einem weg. Und sobald man diese Skeletthaufen hier berührt, kommen sie einem ein bisschen näher. Aber sie tun einem nichts. Falls ihr sie angreifen solltet, werden alle von ihnen aggressiv werden und werden euch vermutlich abschlachten. Aber ich sehe keinen Grund darin, das jetzt zu tun. Denn der Schaden, den ihr verursacht mit euren bloßen Fäusten, ist zum Beginn des Spiels ohne einen gewissen Ring mehr als kläglich. Deswegen ignorieren wir das mal. So, hier ist ein Item. Rostige Münze. Okay. Kurz zu meiner Hintergrundgeschichte im Zusammenhang mit der Souls-Serie. Mein erster Teil war Demon's Souls. Vielleicht sogar mein Lieblingsteil, da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher. Dann habe ich Dark Souls 1 gespielt, direkt nach Demon's Souls. Dementsprechend hatte ich da dann den harten Vergleich. Der erste Teil ist für die meisten Leute, wie auch bei der Final Fantasy-Serie, wahrscheinlich der Lieblingsteil. Und da hatte Dark Souls 1 einen schweren Stand. Und dann Dark Souls 2, ein Spiel, das im Grunde ein absolutes Content-Wunder ist. Im Grunde ist Dark Souls 2 mit den DLCs fast so lang wie Demon's Souls und Dark Souls 1 zusammen. Dementsprechend kenne ich Dark Souls 2 ziemlich gut. Ich habe ungefähr 1000 Stunden da reingebuttert auf der PS3. Und nun sehen wir eben die angepasste PS4-Version mit neuen Gegnern, neuen Item und Gegnerpositionierung etc. So, der Bursche hier wird wahrscheinlich die meisten Leute umbringen, das ist ein Ogre. Und der hat einen Angriff, und zwar einen
einen Griff, der einen sofort umbringt. Und das ist der Angriff. Die Hitbox des Angriffs ist ein bisschen skurril. Stellenweise wird man davon erwischt, obwohl man visuell nicht getroffen wird. Aber es gibt im Grunde, es ergibt keinen Sinn, dass ich ihn jetzt hier angreife ohne meine Waffen. Der Kampf würde ewig dauern. Insofern ignorieren wir ihn einfach mal. Wir haben uns jetzt ein Item geschnappt. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. Alles klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Und zwar ist das hier Goldharz. Das Ding packt ihr euch auf eure Waffe und bufft selbige dann mit einem Blitzeffekt, der ziemlich nützlich ist gegen diverse Gegner. Vor allem Gegner, die im Wasser stehen oder Gegner aus Metall und so weiter und so fort. Auch Drachen sind sehr schwach gegen Blitze. So, da ist ein Item. Man kann auf verschiedene Art und Weise da rankommen. Ich mache es am liebsten so. Ich mache mal kurz hier meinen Wecker aus. So, ich gehe dann hier rum, zack, und dann haben wir glattenseitigen Stein. Okay, und hier sehen wir jetzt der Ort, der von weitem schon beleuchtet wurde, die Hütte der drei Hexen, wenn man das so sagen möchte. Übrigens, kurze Anmerkung, ich habe die Helligkeit meines Spiels auf den niedrigsten Wert gestellt. Der Grund dafür ist, da das Spiel, wenn man es heller stellt, ich kann es mal kurz demonstrieren hier, anfängt richtig beschissen auszusehen. Das Ding hier heißt Dark Souls und es gibt eine sehr coole Fackelmechanik, die sehr schöne Licht- und Schatteneffekte hat. Und dementsprechend rate ich jedem, der dieses Spiel spielt oder der sich Videos dazu ansieht, dass ihr euch Dinge sucht, Videos oder eben eure eigene Erfahrung, die möglichst dunkel eingestellt ist. Das wird bei euch jetzt wahrscheinlich trotzdem noch ziemlich hell sein. Insofern, wenn es euch zu hell ist, stellt einfach euren Monitor oder euren Fernseher ein bisschen dunkler ein, weil das Spiel wirklich erheblich besser aussieht, wenn ihr das tut. Abgesehen davon wird dann die Fackel in gewissen Gebieten auch viel nützlicher. So, liebe Freunde der virtuellen Sonne, wir beenden nun die erste Folge und sehen uns dann in der nächsten wieder. Dann erstellen wir unseren Charakter, Gatz, und hoffentlich sehen wir dann ziemlich geil aus. Adios!